Der Zustand ist so, dass es momentan eigentlich relativ frustrierend ist, weil man plockert den ganzen Tag mehr oder weniger mitten in der Nacht und es bleibt eigentlich nichts übrig davon. Durch die Corona-Krise allein schon haben wir unser ganzes privates Erspartes schon aufgebraucht und dann sind wir ja von der Corona-Krise direkt in die nächste Krise gerutscht und da ist ja jetzt auch noch kein Ende abzusehen. Gestiegene Preise für Energie, für Rohstoffe, das trifft nicht nur die ganz Großen, sondern uns alle im Alltag, die Handwerksbetriebe auch im Alltag. Und es ist wichtig, sich da zu informieren, zuzuhören und zu sehen, wie die Folgen sind, um dann gezielt helfen zu können. Hier darf vor allen Dingen der Mittelstand nicht vergessen werden. Wir reden immer oft über große Betriebe, große Konzerne, aber gerade diese kleinen Bäckereien oder auch andere kleine Betriebe vor Ort, die brauchen konkrete Entlastungen. Die Preise sind für Verbraucher zu hoch, für den Mittelstand zu hoch. Die Bäcker werden nicht entlastet, Großbäckereien ja. Es gilt wieder die alte Definition, was ist Mittelstand? Das ist in Deutschland Mittelstand, was pleite gehen kann, ohne dass die Regierung sich darum kümmert. Und das ist nicht in Ordnung. Wir brauchen jetzt echte Entlastungspakete. Wir brauchen noch eine echte Dämpfung der Strompreise und der Gaspreise. Wir hatten ja vor der ganzen Krise hatten wir nur für die Backstube hier Stromkosten von 1.500 Euro im Monat. Wir haben jetzt 3.200. Und wenn ich dann sehe, die ganzen Rohstoffe, die wir haben, das hat sich auch im Prinzip innerhalb eines Jahres verdoppelt. Ersparen geht, aber nur sehr begrenzt, weil wir können ja nicht die ganzen Mehrkosten, die wir haben, an die Kunden weitergeben. Wir haben zwar die Preise im Laden erhöht, aber so exorbitant können wir die Preise nicht erhöhen, dass wir das irgendwie halbwegs aufgefangen bekommen. Wir haben auch schon während der Pandemie gehört und auch jetzt in der Krise, dass eben die Sorge bei vielen kleineren Handwerksbetrieben und eben bei den ganz normalen Menschen aus dem Mittelstand die Sorge ist, dass man sie vergisst. Das tun wir nicht. Wir gehen extra vor Ort, hören zu, schauen, wo wir in der Praxis helfen können. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da im Kontakt zu bleiben, damit sich auch niemand alleingelassen fühlt. Zurzeit basiert der Strompreis darauf, was ist das teuerste Kraftwerk, was Strom erzeugt. Das ist zurzeit natürlich ein Gaskraftwerk, weil Gas so teuer ist. Und das treibt den gesamten Strompreis auch hier für diese Bäckerei nach oben. Das kann man aufbrechen, das muss man auch aufbrechen. Und ich finde es traurig, dass die Regierung zwar jeden Tag um Lösungen streitet, aber nichts Konkretes vorlegt. Im Prinzip brauchen wir dringend eine Senkung der Stromkosten, der Energiekosten und auch der Rohstoffe. Ansonsten sehe ich eine riesengroße Pleitewelle über uns rollen, weil das können die meisten Betriebe vielleicht jetzt gerade noch stemmen, aber nicht für lange Zeit, uns inbegriffen.